So, machst jetzt deinen Schnäuzer weg. Ja, der Bart muss weg. Hallo, können Sie bitte sich nicht einfach entblößen? Ma'am? Entschuldigung. Oh nee, siehst du, hast wie so ein Bubi. Ja, aber doch schnell muss ich, muss noch ganz dringend andere Schuhe kaufen. Hey, gibt's denn hier nicht normale Schuhe? Was ist das für eine Scheiße? Was möchtest du denn für Schuhe? Ja, so einfach normale, so. Kein Bock auf irgendwelche Anzugschuhe, einfach normale. Hast du keine zu Hause im Schrank? Nee, ich hab immer nur Anzugschuhe getragen. Boah, scheiße, die sehen richtig kacke aus. Oder haben die keine Air Max oder so? Nee, das ist der andere Suburban am West Highway. Und sonst hat der Kick uns beim PD. Ich glaube, der hat noch ein normales Sneaker. Ja, ich merke schon, es wird wahrscheinlich auf Kick rauslaufen. Oha, hier so Schuhe mit Flammen, ey, das ist ja... Oh mein Gott, die sind ja neu. Oh no, oder? Hey, findest du die nicht geil? Oh. Findest du die nicht geil? Nein. Mit so Flammen ist der voll krank. Die sind nice. Findest du? Nice. Ja, warte, ich gucke noch, ob irgendwas Besseres gibt hier. Weißt du, was die Flammenschuhe wohl kaum. Die Flammenschuhe sind halt echt heftig. Ja, komm, ich gönn mir die Flammenschuhe. Alles klar, gekauft. Was? Einmal jetzt Ruhe, ihr beide. Keiner redet, Hände heben, beide die Hände heben, beide die Hände heben. Gut, der Herr hier vor mir, sie stecken mir mal jetzt ihr Handy und ihr Funkgerät zu. Alle ihre Handys und Funkgeräte, ich werde sie dann nachher einmal fesseln. Okay. Und die Dame kann mir das mal bitte alles geben. Sehr gut, der Herr. Bitte tun Sie uns nichts, ja? Nein, alles gut. Ach, Amy, es geht nur um mich. Nein, es geht um euch beide, ich brauche Geiseln. Oh, aber nein. Das hat nichts Persönliches mit euch zu tun. Ach, Leute, muss das denn sein? Ey, um 21 Uhr ist eine Riesenparty. Ja. Ist extra nach Shoppen gefahren. Wenn wir gut sind, dann kommt ihr schnell genug wieder raus. Lassen wir euch als erstes gehen, ja? Ihr sagt das doch von Anfang an. Ich dachte, ihr wollt mich einpacken. Ja, so ist ja super. Habt ihr beide genug gegessen oder müsst ihr noch was essen? Nee, ich hab genug gegessen, danke. Und der Herr? Also trinken und essen wäre schon sehr lieb. Also, ja, wenn, dann vielleicht auch nur ein Wasser. Aber ich hab gar nicht dabei sogar. Also, Amy, ich dachte ganz ehrlich, ich hoffe, dass du nicht lange brauchst gleich hier, ne? Dich umzuziehen und so. Also, komm, dann gehen wir zur Party rein. Ich hab mein Outfit schon vorbereitet. Ich hab das schon zusammengelegt im Schrank. Auch die, ich hoffe auch die passende Unterwäsche, also. Was? Was? Für? Ja, einfach, damit du dich besser wohler fühlst. Okay. Weißt du, ich habe mir keine Hoffnungen für heute Abend gemacht, deswegen habe ich jetzt keine passende Unterwäsche an. Gar kein Problem. Also nur so Oma-Schlipper und so. Ich komme mit allem zurecht, Amy. Glaub mir. Ach so, aber du hast gesagt, da wird nichts so. Gut, seid ihr alle versammelt jetzt und alle Geiseln dabei jetzt, dann fahren wir an. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Oh Mann, ich bin so Angst. Ich hab so Angst. Nee, ich hab Angst, echt. Jetzt nein, ich hab immer zwei mehr Angst als du. Nein, Kim, du hast Flammenschuhe. Der Benson und die zwei Doritos an die Nebentür, bitte. Du kannst gar nicht so Angst haben wie ich. Das Ding, ich hab auch nicht so viel Angst, weil du da bist, Amy. Das ist für mich wie so ein Date. Was? Endlich haben wir unser erstes Date, Amy. Was wäre, Amy, wenn ich jetzt sage, dass alles inszeniert ist von mir? Nur damit wir mehr Zeit haben. Dann würde ich dich, glaube ich, umbringen. Gut, es ist nicht. Und wenn du das überleben würdest, dann würde ich sagen, ja, okay, war vielleicht ganz süß. Ja, vielleicht habe ich das alles inszeniert. Danke, du musst nochmal für den Support, ne? Ja, natürlich. Wir werden zu spät zur Party kommen, ne? Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Ich wollte dir nur ein einmaliges Erlebnis geben, so ein ganz besonderes Date, weil ich nicht einfach nur so irgendwie zum Wasser fahren oder so. Aber du hast, nee, das geht nicht. Du hast gesagt, ich soll mir keine Hoffnung machen. Die Dame, mögen Sie kurz einmal aussteigen damit und den Beinen so raushelfen? Ja. Nein, die Dame, ja, hilft euch raus, ja? Pass mal auf, Amy, was ich alles vorbereitet habe. Okay, ich bin gespannt. Da ist das Schulbar auf jeden Fall schon. Da ist ja nichts los. Hey, wo sind alle Gäste hin? Die kommen gleich. Also, ich sage ehrlich, also eigentlich müssen sie die Festen sind eigentlich bei uns nicht vonnöten, weil das ist ja eigentlich ein Date. Das ist ja unser Date. Ich glaube, wir müssen rauslaufen. Ich habe Angst um mein Leben, ich bin nicht blöd. Dame, ich gebe Ihnen erstmal zu trinken hier. Vielen Dank. Können Sie da erstmal trinken und dann gebe ich Ihnen den anderen Herrn kurz auch was. Ja, das hast du echt mega süß so gemacht, ja? Ich habe sogar an Essen gedacht. Das ist wie so ein Picknick. Ja, die Fesseln bleiben bitte dran, Ich mach die Seile ganz locker, damit sie noch auch noch ihr Kollege oder ihr Date ein bisschen begrapschen können. Formuliere ich es einfach so. Was? Das geht doch nicht so schnell. Ja, das weiß ich ja nicht, ne? Ja, man kennt die Hilton Stuff, ne? Das soll nichts Negatives heißen. Ich habe gehört, das sind richtige Charmeure. Also wenn das wirklich ein Date ist und das alles so vorbereitet ist, dann muss ich sagen, Hut ab, ja? Herrn Führer, könnten Sie vielleicht den woanders hinstellen, damit wir hier in Ruhe unser Date machen? Okay, kommst du auch nochmal mit? So, komm mit. Siehst du, Amy, ich hab dir doch gesagt, ich bin was Besonderes. Das ist ja Wahnsinn. Ach, du bist gar nichts. Gut, was? Ja, der mag mich was anscheinend. Was hat er gesagt? Der mag mich anscheinend nicht. Inszeniert oder was? Hast du extra so Leute, die dich... Guck mal, Amy, eigentlich war der Plan, die sollen mich versuchen zu töten und dann hätte ich alle kaputtgeschlagen. Und dann du denkst dir, boah, krass, starker Typ, der kann mich verteidigen. Nein, das finde ich gar nicht cool. So genau, was. Und dann dachte ich mir so, du stehst nicht auf Gewalt. Und deswegen dachte ich mir, hey, machen wir ein klassisches Schauspiel. Heute ist der Film, es ist ein Live-Film. Ja, der Herr, können Sie bitte...
Einfach. So, die ich jetzt entwerfe, ist hier von noch nicht, du nicht durchsucht. Danke. Waren die scheiß Schuhe auch da im Plan? Okay, warte, ich durchsuche sie mal. Ja. Sie sind nicht gefesselt, ja, ich werde sie erstmal fesseln. Ja, vorsichtig, Achtung. Oh, ich dachte, das gehört so zum Joke. Amy, das ist übrigens ein Live-Film, ne? Also sehr realistisch. Da musst du ein bisschen aufpassen jetzt auch. Das Ding ist, Amy, hier in dem Drehbuch, das ist wie so ein echter Horrorfilm. Es wird gleich so passieren, die Polizei wird hier reinstürmen und wird alle Geiseln alles umrotzen. Also die werden alle sterben, aber natürlich nur, das ist alles Schauspielblut, das sind alles Paintballbälle gefüllt mit Kunstblut, Filmblut. Ja. Aber es ist sehr realistisch und deswegen sollten wir wirklich, wenn sie schießt, musst du sofort aufstehen und die rechts durch die Tür, dann außen über den Benson und laufen einfach ganz schnell weg und laufen ins Freie, auf zur Party, haben einen geilen Abend und abends wird dann richtig hart gekocht. Gemeinsam noch was essen. Was? Wer kocht denn so spät abends? Das ist nicht gesund. Mit Kochen meine ich, wir bestellen bei Mc's und essen das einfach. Das ist auch nicht gesund. Ich meine, essen. Ja, dann gebe ich halt, dann kriegst du halt was anderes. Was Gesünderes. Hat viel okay. Protein aus Eigenproduktion. Ich dachte, du wolltest sagen, es wird geflickt, weil mein Hemd hat Löcher und ich dachte, wir wollen das flicken heute Abend. Aber ja, kochen ist auch okay. Dein Hemd hat auf jeden Fall, also geht es nicht um dein Hemd, aber um Löcher geht es auf jeden Fall. Löcher in den Nudeln oder was? Amy, pass auf, ich sag dir eine Sache. Steht nicht im Drehbuch, aber wenn du ein bisschen verrückt bist, ne, und spontan, dann stehen wir jetzt auf, umarmen uns. Und setzen zum Ausklassen? Nein, ich hab Angst. Amy, du musst mir vertrauen. Ich habe auch Angst, sag dir ehrlich, aber... Nein, ich vertraue dir. Wir müssen uns versuchen. Wir müssen aber was, uns zu umarmen? Ja, wir müssen das gleichzeitig jetzt machen. Und wenn das funktioniert, dann ist das... Nein. Doch, einfach machen und wieder hinsetzen. Als wäre nichts gewesen. Aber du musst damit rechnen, wenn wir das machen, ne? Dann nein, vertrauen. Amy, du... Legen mehr. Amy, vertrau mir. Ich schwör's dir. Ich hab versprochen, wir laufen nicht weg, aber wir umarmen uns einfach nur. Aber guck mal, Amy, hast du... Wette, du stehst nicht auf. Nein. Steh auf, hast dann du bin dich, ich die Dumme. Amy, hast du dich auf die Umarmung vorbereitet? Bist du vorbereitet? Aufstehen wäre nicht so eine gute Idee. Achso, nee, wir gehen gerade nur verschiedene Optionen durch, die man machen könnte, aber die wir natürlich nicht tun. Natürlich. Also wir haben uns so vorgestellt, wie wir uns umarmen. So. Wir haben mal geredet, was wir gerne machen würden. Meinten wir, boah, jetzt beide aufstehen. Der andere Kollege gerade ist, ne? Da können die durchkommen, oder? Baba. Ja. Okay. Belauschen Sie öfters Gespräche zwischen zwei Liebenden? Ja, nicht so nicht. Ich bin ehrlich, das finde ich ein bisschen gruselig, dass Sie hier lauschen. Ich auch. Mich jetzt ein bisschen... Ich höre nur zu. Ich halte meine Klappe. Ja, das ist ein bisschen pervers. Jetzt haben Sie gesagt, wir sollen uns nicht umarmen. Okay, umarmen hilft euch. Dann gleich wieder hinsitzen. Okay. Ja, aber jetzt, wo Sie die Ansage machen, ist auch nichts Besonderes. Also, Sie müssten schon weggehen und dann müssen wir jetzt irgendwann random machen. Was keiner erwartet. Ich gehe ein bisschen weg. Das ist der Überraschungseffekt. Amy, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen pervers, ein bisschen voyeur-mäßig. So, die wollen, dass wir so am Abend was. Wir machen das jetzt nicht. Findest du das hier romantisch hier dran? Ja, weil Kevin meint, Leute gefesselt sind? Nee, Kevin hat gesagt, er hat das alles für mich organisiert. Das ist eigentlich alles nur so, weißt du, so ein Schauspiel ist und für mich als Date so. Vielleicht stimmt das sogar. Ja, eben. Denken Sie, ich würde sonst ruhig hier sitzen, sonst hätte ich Panik und würde hier alles voll heulen. Ich weiß, weil das ja alles nur so von Kevin inszeniert wurde. Nur für dich, Amy. Wollt ihr noch was ganz anderes bieten als alle anderen Typen hier? Ja, in den Strand fahren oder irgendein Müll. Find's voll cool. Aber das hat ein bisschen nach Berlin, oder nicht? Hier. Ja, mega. Aber irgendwie auch nicht, weil ich weiß, es ist ja eh alles nur, ne? Ja, ist alles Schauspiel. Genau. Also deswegen der Kameramann kommt gleich, dann geht's schon ab hier. Cool. Deswegen hat Kevin auch so doofe Schuhe angezogen, extra. Genau. Hey, die Flammenschuhe sind wohl lit. Naja. Find die wirklich cool. Sir, wissen Sie, wo diese Party stattfindet? Steht der eigentlich noch hier, Alter? Welche Party? Sollen wir kein Auge machen, oder? Das ist eine Party. Eine Riesenparty. Wirklich? Sollen wir kein Auge machen, Chad? Ah, ich seh schon. Willst du einmal mit hier hinten mitkommen? Nein, die Party! Wir müssen wissen, wo sie ist. Endlich geht der, ey. Komm, jetzt ist der Moment. Schnell, bist du bereit? Sollen wir bist du ready? Ja. Schnell. Dann mach direkt den Satz. Schnell. Hat keiner gesehen. Guck mal, die Frau da vorne mit dem Ohren, die guckt schon, so, was machen die da? Ja. Oh. Guten Tag. Guten Tag. So, die Party ist... Könnt ihr mit zwei Leuten speisen? Ich hab das genau gesehen, ja? Nein, was denn? Was ist denn passiert? Ist nichts passiert. Ich wollte es nur sagen, ich hab's genau gesehen. Wir saßen die ganze Zeit hier auf unserem Stuhl. Was haben Sie gemacht? Wie? Haben Sie schon zu fummeln? Sind Sie schon mal fummeln angekommen? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Achso, okay. Die Party. Ja, ich lese gerade die Nachricht, also die News. Herr Entführer, können Sie bitte sagen, wo die Party ist? Dankeschön. Ja, ich lasse dir Zeit. Das ist die beste Geisel meines Lebens. Herr Entführer, der uns umbringen möchte. Party, oder? Wo ist die Party, wo wir gleich hinfahren? Einmal nicht Google. Nur Musikfeld und ein bisschen Drinks. Ja, das ist ja alles, was die Party ausmacht. Das sind die besten Entführer aller Zeiten. Ja, eben. Das ist die geilste Staatsbank einfach auf jeden Fall, Screever. Nightclub in Morningwood ist die Party. Ja, und wo ist das? Ist es hier in Los Santos, in der Stadt? Ja.
Um 21 Uhr. Ich weiß, wir sind schon 17 Minuten zu spät, wie ich an dieser großen Uhr da vorne feststellen kann. Ja, brauchen Sie denn wirklich so viele Geiseln? Also eigentlich können wir doch auch den Hintereingang Ausgang benutzen, oder? Das Problem ist, wir hatten mal zu wenig Geiseln. Dann sagte mir der PD-Beamte, ich formuliere genau seine Aussprache. Was wollt ihr mit 6 Geiseln? Die sind doch schneller abverhandelt als alles andere. Oh, wow. Das ist ja unglaublich. Und dann haben sie angefangen, für ein Wasser 2 Geiseln zu verlangen. Ne? Deswegen dachten wir, sammeln einfach mal ein paar mehr ein diesmal. Ich sag Ihnen eins, also ich glaube, sie werden alle sterben. Meinst du? Aber es ist stimmt, wir haben super Mediziner. Wir sind jetzt am Krankenhaus. Kein Problem. Ja, weiß ich, warum. Ich das glaube, aber... Aber wenn es zum Scheppern kommt, dann müsst ihr aber auch dran glauben. Bitte? Nein, ja, bitte ist, nicht. Muss zur Party. Ey, wir müssen doch zur Party. Wenn ihr gleich geschossen wird, wir sind die Ersten, die raus, hinten sind wir, laufen wir den Hinterausgang raus, schnell. Das geht leider nicht, das ist zu, der Eingang. Da stehen Fahrzeuge so direkt vor. Sie haben uns versprochen, dass wir hier wieder rauskommen zur Party. Ich habe ihnen beiden wirklich versprochen, dass sie jetzt erstes gehen können. Achso, wenn die gleich mit Geiseln kommen, dann kommen wir raus. Pass auf, wir verhandeln ja und die Ersten werden immer direkt gegengelassen, ist einfach so. Sagen Sie, Sie haben 2 VIPs. Nein, das ist nicht gut. Deine VIPs sind immer am Ende erst. Ja. Die sind einfach nur stinknormale Loser, die keine Chance will. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich Kopf bin. Ich bin einfach so der typische Kevin Hilton, den kein Schwanz ernst nimmt. Sie hier beauftragt hat, das zu spielen, habe ich ihm schon gesagt. Sie müssen gefeuert werden, ne? Das ist nicht so nett, wie sie das hier, dieses Date inszenieren. Also, Kevin hat mir sehr viel Geld gezahlt für das hier. Ah, deswegen sind sie jetzt ein bisschen netter geworden. Deswegen stehe ich hier. Weil ich mehr so Angst habe. Wird alles gut. Du brauchst keine Angst haben, Amy, ich bin noch da. Genau. Dann will ich euch beiden nicht mehr stören. Ich fühle mich schon wieder wie Bachier. Viel Spaß beim Cringen. Der ist ja übelst eifersüchtig. Hab ich doch gesagt, Amy. Also ist das öfter so bei dir irgendwie, dass die Typen sich komisch verhalten? Keine Ahnung. Mach mir auch ein bisschen einen unfähigen Eindruck, Amy, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, die sind sehr unprofessionell, ja. Voll. Das ist irgendwie alles unprofessionell. Also, hättest du das nicht inszeniert, dann hätte ich jetzt schon, würde ich ein bisschen Angst haben, ne, so. Mach dir keinen Kopf. Also, guck mal, stell dir vor, die Polizei kommt hier rein und die ballern, die werden einfach irre und nehmen keine Rücksicht auf Verluste oder so und machen einfach ernst, obwohl es ja alles hier nicht ernst ist. Nee, bitte sag sowas nicht. Ich sag dir ehrlich, Amy, ich würde schon gerne, bevor ich sterbe, würde ich gerne deine Brüste sehen. Der steht da, der macht doch gerade leer, oder nicht? Was möchtest du sehen? Meine Brüste? Bevor ich sterbe, ja. Also wenn du so verblutest am Boden und ich auch. Kann ich einmal kurz gucken? Keine Chance. Das wird der beschissenste Tod meines Lebens. Also man stirbt ja auch nur einmal, logischerweise, aber ja. Ich kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Kannst du nicht einfach jemand anderes Brüste dann betatschen und so? Nee, ich will ja nicht anfassen. Also, das ist ja Belästigung. Aber... Achso, du musst sie anschauen. Ja, weißt du, dass ich wenigstens so weiß, so, dass ich mit einem Grinsen sterbe, weißt du? So, ja, man hat sich gelohnt. Ich überleg's mir, ja? Danke. Danke, Amy. Ich weiß aber nicht, ob so blutverschmierte Brüste so schön sind dann, aber das musst du ja selber wissen, ne? Ich werde dann ganz laut schreien. Herr Officer, zählen Sie bitte nicht auf die Brust. Bitte schießen Sie irgendwo anders. Ja, nett, ja. Ich schreie dann ganz laut. Lebe ich dann ja sogar. Was ist eigentlich, wenn ich sterbe und du nicht? Das wäre schon unfair, ne? Das wäre schon korrekt, wenn du dann dich auch umbringen lässt. Was? Ganz bestimmt nicht. Wir sind ja ein Team. Wir sind bei Romeo und Julia. Wenn du gleich stirbst, dann komme ich mit. Komm mit dir mit dem Tod. Nein, das verlange ich doch nicht von dir. Ja, okay. Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, aber ich will dann trotzdem, dass du das machst. Was? Schon korrekt. Was hast du alles dabei im Rucksack? Ich habe nur zu essen dabei. Boah, soll auch einer sagen, 11 Bananen, eine Milch, 4 Wasser, ein Tee und 3 Äpfel und ein Müsli. Sehr interessant, dass du so viele Bananen da hast. Wofür braucht man so viele Bananen? Mit Kalorien. Und wieso lachst du dann auch so dreckig dabei, wenn ich das sage? Weiß ich nicht. Sehr, sehr komisch, irgendwie, sag ich dir ehrlich. Ich hab da ganz komische Nee. Ihr beide? Nee. Ich muss euch auch ganz Handschellen anlegen. Aber bitte vorsichtig. Es tut mir leid. Jetzt mach dir bitte vorsichtig, wenn ich wieder auf dem Weg. Der Herr, der vorne verhandelt von dem PD. Nein, was? Der scheint wohl nicht ganz kooperativ handeln zu wollen. Was? Nein! Also sie wollen keine Geiseln. Der klingt so, als wenn er eher darauf aus ist, es scheppern zu lassen, als die Geiseln zu befreien, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja, also wenn das wirklich so sein sollte, dann müsst ihr uns hier wirklich vorher hinten rauslassen, Hinterausgang. Oder so eine kleine Lücke oder so. Ihr müsst doch zur Party. Warte, Kevin! So, das hast du Nachricht. Sie dürfen sich entscheiden, wer von Ihnen als erstes raus möchte. Bitte ich. Gut, die Dame, dann folgen Sie mir einmal.
Danke, bis dann. Pass auf dich auf, ja? Ich geh mich schon mal umziehen, oder ich warte. Wir haben aber geschmeidige Möpse. Junge. Der gönnt sich. Küssen sich gerade mit Ben Dämmer? Ich hab da so ein Loch reingeschnitten, der Herr, weißt du? Und damit da die, zumindest die Zunge raus. Achso, ja, okay. Das ist super. Das sieht auch immer ein Strohhalm durch. Schön, sympathisch, sympathisch. Also von dem Herrn kann man noch einiges lernen. Also ich kenne das auch mit dem Loch reinschneiden, aber eher in der Hose, tatsächlich. Da braucht er kein Loch reinschneiden, das mache ich auch freiwillig. Ja, das dachte ich mir schon. So, ich muss wirklich sagen, Ihre Lache ist so sympathisch, wirklich. Mit ihr würde ich gerne mal richtig besoffen ein Bierchen trinken. Ja, also ich kann Ihnen sagen, ich bin immer so gut drauf, aber ich trinke kein Alkohol, überhaupt nicht. Gut, ich auch nicht. Perfekt, ist auch besser so. Man muss kein Alkohol trinken, um gut drauf zu sein. Ja, ich bin schon ganz schön müde. Ich will echt eigentlich Party machen. Ich komme schon eine Stunde durch die PS-Party. Die haben mir versprochen, jetzt über eine halbe Stunde. Das ist eine Stunde jetzt schon, ne? Dürfte ich wissen, wie Ihre Organisation heißt? Ich muss wirklich sagen, hier sind echt viele Frauen. Ja, 6 Stück habe ich. Das ist mega. Mega. Ruf da mal die Tage an. Sie gehören aber leider meistens direkt an einen anderen Mitglied schon. Ach so, ja, dann, also dann doch nicht. Kein Bock. Pass auf, wenn Sie mit Ihrer Frau kommen, dann haben Sie da auch eine direkt. Dann passt das da aber nicht. Ja, das stimmt. Na, aber Ihre Frau sollte schon schießen können. Ne? Das tun wir doch schon ein bisschen voraussetzen. Ja, schießen bin ich dabei. Also auffangen kann sie auf jeden Fall. Das wäre mir neu, dann sind da ein paar Leute bei uns falsch. Ja, zum Maul. Beispiel der Herr hier, weißt du. Deine Fresse. Mehr Eier im Mund als in der Hose. Das passiert manchmal auch leider, ne? Ach so, deswegen riecht es auch ein bisschen. Ja. Das wäre ich gewesen, aber. Aber komplett hops. Der Herr, wollen Sie sich irgendwie rechtfertigen? Nee, er hat's auch. Ich glaube, das hat er von seinem Vater. Ma'am, kann ich fragen, wo kriegt man diese Khaleesi-Frisur her? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die gab's in Vinewood beim Friseur oben. Du brauchst jetzt 8 Stück. Wirklich schön, wirklich schön. Dankeschön. Sag's ihm nicht, der wollte mir vorhin auch seine nicht verraten. Ist zu spät. Raus, Sie können gehen. Sie können gehen. Oh, endlich. An die Blonde, ne? Schön für so. Ciao, Geiseln. Warte. Bleib stehen. Du hast schon dein Handy wieder. Oh, ey. Ne? Okay. Extra nichts dafür, ich dachte, guck mal, was du vergisst. Spring raus, geh raus. Sie sind frei. Sie können in die Feier dürfen. Danke. Moin. Warte, bleib mal kurz stehen. Ich mach dir. Hast du Handschellen dran? Nein, alles gut. Okay, zum Glück geht's dir gut, ja? Komm mal kurz hier mit. Kollege. Die haben nicht gecheckt, dass du Beamter bist, ne? Nein, Digga, wie dumm. So, ja. Ey, wir haben echt Glück, sonst. Oh, ich hab sie gecheckt, Digga. Ja, zum Glück geht's dir gut. Hau rein, ja? Ja, hör mal, Amy, wo bist du jetzt? Ich wurde gerade hier freigelassen. Warte. Amy. Amy. Super, bei mir tauscht du, wie du uns drin bist. Einsteigen. Schnell. Hallo. Schnell rein, Amy. Die war auch Geisel. Nee, nur eine. Nur eine. Ja, Sir, der hat erst auf mich gewartet. Das ist ja. Leute, muss ich jetzt wirklich im Auto sitzen oder kann ich auch los? Ja, du musst sitzen bleiben. Oh, Leute, ey, ich warte einer warte Stunde. Warte mal, ich hoffe, du stehst. Wir haben ja ruhig hier nicht. Da ist eine Party in Dienst. Mir wurscht. Kevin, wir bringen dich zum PD, da kannst du raus. Oh, Ehre. Küsst eure Herzen. Ach komm, Jungs, wenn ihr rechts fahrt, hier rechts, hier ist mein Auto. Ich kann euch sagen, da drinnen, ja, Leute mit roten Hosen, alle maskiert. Keine Ahnung, wer was da ist. Nee, leider nicht, hat mir keiner gesagt. Mach dir fest wieder ab, viel Spaß bei dem Date. Behandle Kevin gut, ne? Oh, du bist so süß, ne? Die beiden fahren auch Streifen, ne? Weißt Bescheid, die beiden sind auch Streifen. Okay. Ne? Frau, du siehst statt im Mensa, eine aus dem Fenster, neben mir deine Schwester. Du fragst, wie sie geht, ja, ich mach, wie sie bläst. Und zum Schulunterricht kommt sie auch noch zu spät. Stimmt die Polizei mein Haus, lauf ich weg auf meinen Nikes. Mach mal eben eine Story und dann 100k Likes. Was soll ich bloß machen, dieses Leben ist nicht leicht. Zwischen noch ein paar Pflanzen in mein Keller und bin reich.